Rassismus gegen Weiße? Nein. Habt ihr schon mal was vom Selbstbestimmungsgesetz gehört? Nee, nein. Hast du schon mal was vom Selbstbestimmungsgesetz gehört? Nein. Habt ihr schon was vom Selbstbestimmungsgesetz gehört? Nee, noch nicht. Nee. Hast du schon was vom Selbstbestimmungsgesetz gehört? Nein, hab ich nicht. Ich hatte von dem an sich schon mal gehört, aus der Arbeit, aus dem Rettungsdienst, dass jeder Mensch sich selbst bestimmen kann, dass man sagen kann, hör mal, du bist krank, oder sagst du, nee, ich bin gesund. Doch, Geschlechteridentität, also warum kann ich mich nicht als doppelt Person identifizieren? Also, warum? Ich verstehe nicht. Ich kann jetzt dieses Argument bringen, was, wenn man sich einfach als Schwarzperson identifizieren würde, kann man auch nicht das N-Wort sagen, das ist auch sowas. Kann man sich nicht als Schwarz identifizieren? Darf, also in meinem Kopf darf man nicht. Also in meinem Kopf. Man darf sich nicht als Schwarz identifizieren? Mm-mm. Als Asiate? Nein, man ist, wer man ist. Falls ihr am vergangenen Samstag beim betreuten Gucken live dabei war, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, ich habe einen Clip kommentiert mit einer Umfrage, wo es um die Frage ging, gibt es Rassismus gegen Weiße? Und das war der YouTube-Kanal Selektive Empörung. Und da habe ich gleich gesagt, und die Zuschauer auch, Mensch, den müssen wir mal interviewen, mal gucken, was das für einer ist, dieser Serdar. Oder ist er? Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, dein Kanal hat noch gar nicht so viele Clips, habe ich gesehen. Es geht langsam erst so richtig los. Die ersten waren noch so Videos, wo du einfach in die Kamera geguckt hast. Und dann hast du offenbar irgendwann die Idee mit diesen Umfragen gehabt. Wie kam es dazu? Ja, also meine erste Umfrage, da ging es ja um das Selbstbestimmungsgesetz. Und ich hatte in der Zeit hatte ich da mal reingeschaut und mir war von vornherein klar, dass dieses Gesetz eigentlich totaler Murks ist und dass, wenn die Mehrheit der Masse davon was mitbekommt, dass die sich ganz klar dagegen stellen. Und ja, dann kam mir die Idee, einfach mal wirklich rauszugehen und die Leute zu befragen und mal zu schauen, was sie von dem Gesetz halten. Und es hat ganz gut eingeschlagen, sodass ich das dann weitergeführt habe. Bei Umfragen ist ja immer die Gefahr oder die Verführung, dass man die unliebsamen Antworten lieber weglässt. Kannst du denn uns hier zusagen, dass du wirklich authentisch uns das gezeigt hast, wie du auch das Bild auf der Straße bekommen hast? Ja, definitiv. Also ich hatte das Glück, dass ich jetzt keine woken Menschen angesprochen habe oder beziehungsweise keine woken gefunden habe. Also ich appelliere ja auch an meinen Gesprächspartner einfach nur auf den gesunden Menschenverstand. Also ich, mir war von vornherein klar, wenn die mitbekommen, um was es geht, dass sie, wenn sie einen gesunden Menschenverstand haben und nicht ideologisiert sind, dass sie im Grunde meine Meinung teilen und dann auch die Meinung von sich geben, die sie dann haben. Ne? Du sagst, du hast jetzt Glück gehabt, aber wäre es nicht interessanter gewesen, gerade Leute auch vom Mikro zu haben, die für dieses Gesetz sind? Ja, sicher, sicher. Klar, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich solche Personen hätte. Dann hätte ich sicherlich auch vor die Kamera dann geholt. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich versuche, ein Meinungsbild abzubelichten. Also ich war auch in Gelsenkirchen, muss ich sagen. Und da ist der Ausländeranteil doch sehr hoch und viele von denen sind doch sehr konservativ, würde ich mal so behaupten. Mhm. Und das war einfach ein Meinungsbild. Das ist jetzt natürlich auch nicht repräsentativ. Ne? Also ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich jetzt in Berlin bin und im bestimmten Viertel andere Leute befragen würde, natürlich auch andere Ergebnisse erhalten würde. Mhm. Ja, genau. Du hast mit so sogenannten woken Menschen so ein bisschen deine Probleme. Das ist ja schon deutlich geworden. Du hast es auch in einem Text unter einem Video geschrieben. Wisst ihr, was ich noch weniger mag als woke Aktivisten mit Migrationshintergrund? Warum? Ganz einfach, weil diese Individuen sich anmaßen, für mich beziehungsweise für die Menschen der jeweiligen Kultur zu sprechen. Ja, das ist ja auch interessant. Also du magst Menschen nicht, die doch eigentlich genau Leute wie dich verteidigen wollen und sich für Leute wie dich mit Migrationshintergrund einsetzen wollen. Was hast du denn dagegen? Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn es dann wirklich um tatsächlich wichtige Dinge geht, aber es sind dann so Aspekte, die aufgegriffen werden, die einfach total lächerlich sind, ne? Beispielsweise kulturelle Aneignung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie beschützt werden muss. Und ich finde das eher so ein Affront, dass irgendein woke Mensch mit Migrationshintergrund sich anmaßt, dann ihre Ideologie auf uns dann hinauszustülpen und diese Meinung dann kundzutun, als würden wir das teilen. Und da bin ich komplett dagegen und deswegen auch die Videos. Ja, klar. Aber wo sind denn für dich die eigentlichen Probleme, was Migranten angeht? Also ich habe zum Beispiel mal den Feroz Khan da gehabt. Gut, der ist ziemlich extrem, darüber müssen wir nicht drüber sprechen, aber er hat, was ich sehr interessant fand, erzählt, dass er manchmal aus heiterem Himmel in Polizeikontrollen gerät. Einfach aufgrund seines Aussehens. Ja. Passiert dir sowas auch manchmal? Nein, eigentlich nicht. Also tatsächlich nicht. Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich habe auch gar keine Probleme jemals mit der Polizei gehabt. Ich finde, das sind natürlich dann Menschen, die vielleicht an einem falschen Ort waren und dann
vielleicht verdächtigt aussahen und dann kontrolliert worden sind. Also ich unterstelle jetzt der Polizei keine Gesinnungsethik und würde sie jetzt in irgendeine Ecke schieben. So. Also ich bin da unbiased, würde ich sagen. Und ich habe auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich erzähle ja auch immer von meinen Erfahrungen. Und genau. Ja. Würdest du dich denn sonst als weltoffener Mensch durchaus bezeichnen? Also dir sind nur diese woken Tendenzen zu viel. Oder bist du auch zum Beispiel gegen die Homo-Ehe oder solche Dinge? Nein, überhaupt nicht. Nee. Also ich bin einfach nur gegen das ganze Wokeness. Also ich bin total tolerant, ich war auch bei der SPD, aber dieses ganze Wokeness, habe ich das Gefühl, nimmt überhand und das muss nicht sein. Ne? Und dagegen stelle ich mich. Dass irgendwie eine einseitige Narrativ immer vertreten wird und das medial so aufgepusht wird, dagegen versuche ich ein bisschen gegenzuarbeiten. Du warst bei der SPD, du bist also ausgetreten? Ja. Warum? Ja. Was war... Das waren jetzt viele Gründe, ne? Und letztlich war dann das Selbstschmutzgesetz das i-Tüpfelchen. Also ich war jetzt unzufrieden mit der Politik hinsichtlich der Migration. Also ich finde, wir nehmen viel zu viele Leute auf, ohne anständig Integrationsarbeit zu leisten, beziehungsweise denen auch Unterkünfte zu bieten. Und mal abgesehen davon, auch hinsichtlich der Energiepolitik, also wir hatten eine Energiekrise oder haben noch eine Energiekrise und schalten dann ideologiegetrieben unsere letzten drei Kernkraftwerke ab. Und das ich konnte mich aber mit der Partei nicht mehr identifizieren und habe dann für mich den Entschluss getroffen, da auszusteigen. Mhm, klar. Ja, wenn man diese Umfragen sich anschaut, die du so führst, dann geht es ja in der Tat in so eine ähnliche Richtung. Es geht um Transgender, es geht um Selbstbestimmungsgesetz, Rassismus gegen Weiße, wie gesagt. Das war ja das Video, was ich kommentiert hatte. Geht es dir nur um diesen Themenkomplex oder würdest du auch noch Umfragen zu ganz anderen Themenbereichen machen? Also Ukraine zum Beispiel oder Energiepolitik hast du gerade auch schon erwähnt. Ja, doch, sehr gerne. Also ich bin jetzt nicht auf einen Themenkomplex fokussiert. Also ich habe auch wie viele andere Menschen ein breites Interessensfeld. Der Hauptfokus meines Kanals ist doch Anti-Wokeness. Aber ja, also ich würde gerne auch natürlich auch in der Zukunft werde ich auch andere Themen aufgreifen, die mich interessieren und dann das sicherlich in ein paar Straßenumfragen packen. Ja, bei dem Rassismus gegen Weiße fand ich ja sehr gut. Da hast du es ja gut gelöst. Da hast du ja wirklich Pro und Contra gehabt. Ja. Und interessant war ja auch, du hast ja sowohl Leute mit Migrationshintergrund als auch ohne interviewt, dass es da auch querbeet ging. Also man kann ja nicht sagen, dass es da bestimmte Gruppen auch denn automatisch eine bestimmte Meinung haben. Das geht ja völlig durcheinander offensichtlich. Ja, definitiv. Also mein Anspruch ist ja immer, ein breiteres Meinungsfeld abzubilden, aber oft gelingt mir das nicht, weil man kann sich ja auch nicht die Gesprächspartner aussuchen. Ne? Und jetzt in dem Fall hatte ich Glück, beziehungsweise habe das dann irgendwie auch geschafft, dann geschickt so zu verpacken, dass es das nicht so aussieht, als wäre ich jetzt biased und würde jetzt eine Meinung verkaufen. Aber ich bin der Meinung, das ist die Meinung der Mehrheit der Menschen. Ne? Mhm. Aufgrund der Wogenideologie und dem Megafon, die sie durch die öffentlichen Rechtsrundfunk erhalten, wirkt das immer so, dass das eine Narrativ, was die erzählen, der Wahrheit entspricht und alles andere nicht existiert. Also ich mache eigentlich komplett immer gegenteilige Erfahrungen und das spiegelt sich dann hoffentlich auch in meinen Videos wieder. Und an diesem Selbstbestimmungsgesetz stört dich einfach, dass es einfach einen Schritt zu weit geht? Oder was ist das Problem, was du hast? Weil es geht, weil das an sich Transgender-Menschen weniger Bürokratie haben möchten und es einfacher für sich machen möchten, ist ja an sich ein guter Ansatz. Definitiv ist das ein guter Ansatz. Mich stören da einfach nur einige Punkte daran. Ne? Also ich fand auch das Transsexuellengesetz, das natürlich abgelöst hat, zu Recht veraltet und musste erneuert werden. Aber jetzt das aktuelle Gesetz ist doch einfach Murks. Also dass jetzt Kinder mit 14 Jahren einfach ihr soziales Geschlecht verändern können, finde ich überhaupt nicht gut. Das ist eine negative Entwicklung, weil das kann dann natürlich zur Bestärkung der Dysphorie führen und letztlich dann in operativen Maßnahmen enden. Ne? Und auch die Rechte, die jetzt die Transpersonen erhalten, gehen ja auf die Kosten von den Rechten der Frauen, also beispielsweise hinsichtlich der Frauenräume. Dort wird zwar erklärt, dass man das Hausrecht das regeln soll, aber wir wissen doch alle, im woken Zeitgeist brauchen wir nur ein paar Transaktivisten, die dann gegen die Sauna schießen, dass dann der Saunabetreiber einknickt. Und letztens habe ich auch, falls ich jetzt mich nicht täusche, auch mitbekommen, dass man auch den Saunabetrieb verklagen kann, falls die Transperson da nicht Eingang bekommt. Also das ist jetzt nicht so klipp und klar festgelegt, wie das uns dann im Gesetz verkauft worden ist. Mhm. Ja, du hast selbst natürlich Migrationshintergrund, du hast kurdische Wurzeln, hast du mir erzählt. Nun habe ich ja auch schon oft in meinen Videos immer wieder dargelegt, und das ist ja statistisch so ein bisschen auch verschleiert leider, dass gerade Menschen aus der Ecke, sage ich mal, mit dem Hintergrund
oftmals sehr intolerant sind, auch Transgender-Menschen und Schwulen zum Beispiel gegenüber. Also ist zumindest das, was, also wenn es um jetzt gerade um antischwule Gewalt geht, um Messerattentate geht und so, und verprügelt auf dem CSD und so, sind es ja sehr oft Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Aber da würdest du widersprechen? Ist das ein falsches Bild, was man da hat, oder? Nee, also ich würde dir da zustimmen. Also ich bin komplett gegen Gewalt und auch gegen diese Menschen, die gehören geschützt, wie jede andere Personengruppe auch. Und ich verurteile das auch und ich stimme dir zu. Ich habe auch das Gefühl, dass eher Menschen, die aus dem Kulturkreis, wo ich stamme oder auch Ähnliches, eher zu solchen Taten neigen. Und ich finde auch solche Menschen, falls sie nicht unsere deutschen Mitbürger sind, die auch abgeschoben werden sollten. Also ganz klar, man muss sich schon an unsere Regel halten und tolerant gegenüber. Ja gut, teilweise sind es ja auch Leute, die vielleicht sogar in Deutschland geboren wurden oder zumindest schon lange ein Aufenthaltsrecht haben. Hast du denn in deinem direkten Umfeld oder auch vielleicht mit deinem YouTube-Kanal die Möglichkeit, auch einzuwirken? Du könntest ja zum Beispiel ein Beispiel sein als jemand, weil du einer von ihnen bist. Das sind ja oft Leute, die hören ja eher auf Leute, die sozusagen aus ihrem Kulturkreis stammen. Also dass du auch mit deiner toleranten Weltanschauung vielleicht da auch was bewegen könntest. Sicherlich, ich würde mir das auch wünschen. Ich bin halt, wie gesagt, ein recht junger Kanal, seit 4 Monaten erst. Falls meine Reichweite wächst, würde ich gerne auch diesbezüglich quasi Videos machen und als Vorbild gerne fungieren. Ja. Und auch so im privaten Umfeld, hast du da auch schon mal mit Leuten Diskussionen gehabt oder hast du eher deutschstämmige Freunde? Ist gemischt so, also jetzt, also ich weiß nicht, wir sind alle recht tolerant, ne? Also deswegen ist das jetzt eine Bubble so, wo ich mich bewege. Ja. Ah ja, okay. Ja, das ist interessant, weil ja natürlich wir oft auch mal so Bilder im Kopf haben, die uns in den Medien vermittelt werden, in die eine und in die andere Richtung. Genau. Ja, also ich glaube, das ist manchmal auch sehr extrem. Also ich stimme dir dazu, dass es definitiv viele Menschen mit Migrationshintergrund sind, die da aktiv Probleme machen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch mindestens genauso viele gibt wie ich, die eher super tolerant sind und sich schützend vor diesen Menschen stellen würden. Mhm. Ja, Serda, dann bin ich gespannt, was noch so kommen wird auf deinem Kanal. Ich bin auch Abonnent und freue mich auf weitere Umfragen, die du so auf der Straße durchführen wirst und was da noch so für Themen kommen. Erstmal vielen Dank, dass du heute dabei warst und alles Gute für dich. Ich danke dir. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack.tv und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.